Ja, herzlich willkommen zu einer runden Stunde. Ich habe mir hier ein Spielchen rausgesucht. Da muss ich mal gucken. Ich habe die, wenn ihr euch wundern solltet, bei der Grafik habe ich das auf mittlere Einstellung gestellt. Da gab es irgendwie drei Auswahlmöglichkeiten: nur Low, Medium und dann irgendwie High. Und hier geht es wohl um einen Roboter, der, ja, weiß ich auch nicht, hier so rumdümpelt. Was haben wir denn bei Steuerung? Also laufen kann ich, WASD interagieren und ansehen. Gut. Lassen wir uns mal überraschen, was das Ganze hier letzten Endes zu bieten hat. Ihr seht hier den Titel: The Uncertain Last Quiet Day. Schauen wir mal. Ich bin freudiger Erwartung. Mitte des 22. Jahrhunderts starb die Menschheit infolge verheerender Kriege aus. Doch die von den Menschen geschaffenen Roboter erwiesen sich als äußerst selbstständig. Die künstliche Intelligenz entwickelte sich weiter und ermöglichte es den Robotern, auf den Ruinen der vergangenen Zivilisation ihre eigene Gesellschaft zu errichten. Jeder Roboter fand eine Arbeit, die seinen Fähigkeiten entsprach. Langsam aber sicher bauten sie eine neue Zivilisation auf der Erde auf. Klugerweise vermieden sie die menschlichen Fehler der Vergangenheit und da war der Text weg. Je weiter sie sich entwickelten, desto menschlicher sahen sie aus und so verhielten sie sich auch. Okay, also wahrscheinlich, wann ist man noch Mensch? Wann ist eine Maschine vielleicht menschlich? Und dieses Flimmern und Flackern, ich nehme mal an, das gehört zum Spiel, das hoffe ich. I am a robot, model RT217NP, primary mission unknown. I am not designed for physical exercise. I am certainly not capable of construction activity, but I am very skillful with electronics. I have set myself a task. I search the remains for electronic devices and make use of them to design different mechanisms that are useful and efficient. Humans, we replace them. It took them ages to achieve what we have done in just a few years. We have formed a perfect society. Robots will not repeat the destructive human mistakes of the past. We are rational and logical. We do not fight in wars, and we cannot get ill. By replacing humans, we interrupted the self-destructive cycle of these intelligent but highly aggressive former inhabitants of the Earth. But it is going to take decades to reconstruct the world that they destroyed. Then, our robot race will flourish under the guidance of our creator, the USS Corporation. Our world is not perfect yet. We are short on many resources, and we can count only on ourselves, but this is temporary. Most robots need to be repaired very often, but not me. I am very efficient at taking care of myself. Ja, da gucken wir mal. Ein technisch versierter Roboter, der sonst aber nichts auf die Reihe kriegt, außer seinen Technikkrams und eben keine Menschen sind, oder die Menschen sind nicht mehr da. Mal gucken, ob die Roboter das jetzt irgendwie besser machen. Meine, die Frage Mensch-Maschine ist ja sowieso oft genug in der Literatur vorkommt und dann gucken wir mal, wie sie das hier so umgesetzt haben. Bin gespannt. Bisher gefällt mir eigentlich dieses recht ruhige. Selbst auf Medium ist für mich die Grafik erstmal in Ordnung. Ne? Jetzt bin ich halt noch gespannt, was ich hier machen muss oder I so. only brought one battery this time, though it might be compatible with the radio. I need to find a second battery. It was with my tools. Okay, also er sagt, eine Second Battery braucht er. Eine hat er mitgebracht. So, jetzt gucken wir mal. Wer ist die? Aus welcher? Kann ich mich nicht hinter dem Typen bewegen? Oder muss ich das jetzt so steuern? Das heißt, ich muss tatsächlich so steuern und mich dann die ganze Zeit nicht. Ich kann mich nicht in seine Schulter oder in den Schulterblick, wäre ganz cool gewesen.
Was ist das denn hier? Was kann ich denn da an? Das sieht wieder. A damaged data disk that I found yesterday morning. Perhaps I can restore some information from it. Ja gut, aber erstmal Auftrag da oben links, schalte das Radio ein und das hier müsste dann. Ist das nicht schon der Werkzeugkasten oder so? Nee, jetzt nimmt er diese Data Disk da. Das war's, sonst habe ich hier nichts. Dachte, der Werkzeugkasten da ist vielleicht wichtig. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen Frosch im Hals. Was ist das denn hier? Ah, okay, man kann auf die Gegenstände gehen, die so ein bisschen was sagen. Was ist das? Da gibt es wohl nur die beiden Optionen. The dock station's purpose is to recharge the batteries and update the built-in software of the robots. However, I made some changes in its firmware to avoid updates. I am now able to develop independently. Okay, das Bett, das wird er ja wohl kaum brauchen. Kann man das hier benutzen dann? I do not need charging right now. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Lampe, die ich ein- oder ausmachen kann? Nee. Ach. Ja, ganz beruhigend, die Töne hier im Hintergrund. Das konnte ich also nur angucken. Das Bett kann ich auch noch angucken. I do not sleep like humans did. I just need to charge for 2 hours on the dock. Habe ich mir schon fast gedacht. Gucken, was haben wir in der Kommode? Die können wir auch noch angucken. Wahrscheinlich sagt er auch nichts für mich. Ach, da hinten geht's weiter. This compartment contains textiles. Humans covered their bodies with it. The purpose of this is unknown to me. Naja, das spricht jetzt, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Warum sollte der Roboter nicht wissen, wenn er so viel oder wenn er von Menschen gebaut wurde und alles, warum sollte er nicht wissen, warum die Menschen Kleidung getragen hat? Das ist Unsinn. Irgendwie. Schalte das Radio ein, können wir mal machen. Das ist ja das Radio, was sagt er dazu? I found this radio receiver a few days ago, but there were no batteries. I have no use for it. I wonder if there are any radios left broadcasting in the world. I need to find a second battery. Okay, also kann ich es eh nicht anmachen. Muss ich weiter gucken. Hier, Batterie. Wie kommt man denn hier raus? Indem man sich einfach bewegt, ne? Okay. Dann gehe ich erstmal nach hier vorne, also die Räume nach und nach durchlatschen. Ist das hier ein Sofa? Kann man das. Ach, das kann man benutzen. Guck an. Humans used it to save their precious resources. We have a lot in common. Jetzt kann ich mich hinsetzen oder was? Ah, guck einer an. Die Dinger sind dann natürlich nicht auf Deutsch. Was haben wir denn hier für einen Brief? Also die alte Frau hatte wohl mit ihrer Nichte hier irgendwie gewohnt. Warte mal, sie erreicht die Tür des Mädchens und klopft. Keiner antwortet. Tante Becker öffnet die Tür und sieht, dass das Mädchen weg ist. Tante Becker wird... Okay, da haben wir noch Margaret, das ist die alte Frau. Das war, what a girl. Okay, jetzt ist er schon 20 Jahre alt, aber die hat sich eigentlich gar nicht verändert. I'm over here, Rebecca. Okay, also von unten hört sie dann die Stimme. Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll. Okay, die umarmt das Mädchen noch dann in der Küche, wo sie unten ist. Und das ist ein alter Sam. Wo ist denn die noch? Scheint einfach nur so ein bisschen aus dem Leben der Menschen eine Situation oder eine herausgepickte Situation zu sein. Denke mal, das soll so ein bisschen Atmosphäre schaffen. Was ist das denn hier noch? Das habe ich vorhin gesehen. I connected the power line directly to the house, but it is not sufficient to provide energy to all of my equipment. I use an electric switchboard to distribute energy to the necessary systems. Okay, also wenn ich von der Schalttafel, dann, wenn ich da ein bisschen dran rumspiele, nehme ich an, dann kann ich mir aussuchen, wo die Energie hingeht. Entweder an diesen Tisch oder da hinten an diesen... I do not need it now. Okay. Dann nicht. So, wenn ich nicht mit WASD laufe, kann ich aber, glaube ich, laufen, indem ich
mir die Sachen angucke, dann This analog device allows you to extract sound from the installed audio data carrier. Why did humans use such an inconvenient device when one can just do this? Ich frage mich eher, warum hier, wenn das, wie lange das hier schon so sein soll. Also eins passt für mich nicht zusammen. Ich glaube 2000, was war das? 2200 oder so, wo diese Geschichte spielen soll. Und alles sieht ja aus wie von 1930 oder so. Das, oder beziehungsweise gut, dieses Radio da vielleicht von 1960 oder irgendwie so. Ganz merkwürdig. Sometimes human art is so illogical. Why produce images that are not purely photorealistic? Also, wir suchen. Oh, was ist das denn hier jetzt? Kann man immer noch. Was kann man hier machen? This is an intercom, a high-powered desktop computer. I do not need to use its full capacity, but the internet is useful to communicate with other robots. Unfortunately, my design does not support wireless internet connection, so I had to use the computer. Tja, dann gucken wir uns das doch gleich mal an. Also, das hier scheint die kaputte Data Disk zu sein. Perhaps the intercom can read data that is not damaged. Okay. Empty. Das ist wieder eingedeutscht, das ist ja lustig. Das ist die Firmware, wahrscheinlich die der Roboter auch benutzt oder die er da abgeschaltet hatte, um unabhängig zu sein. Änderungen für diese Edition, Verbesserung der Stabilisierungssysteme bei niedriger Batterieladung, diverse Verbesserungen. Okay. Schwachstelle, die an Überbrücken der Firewalls Installation von Drittern wieder wurde behoben. Vielleicht für uns nicht so interessant. Sondern My Files. Okay, gucken wir mal, was wir bei Audio haben. Okay, ist corrupted. Naja, hören wir es uns an. Kommt irgendwie nichts. Oder muss man jetzt lange warten? Soll das die Musik sein, die hier kommt? Ist das jetzt die Zeit, die er das hier berechnen muss, noch irgendwie auslesen muss? Das ist jetzt mal nicht deren Ernst, dass ich hier 2 Minuten irgendwas stehen muss, um zu gucken, was passiert. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich lasse euch jetzt nicht so lange vom Bildschirm hängen. Ich mache jetzt kurz einen Schnitt und guck mal, wie es am Ende weitergeht. Es war tatsächlich die Musik. Das ist jetzt ein Scherz. Also. Nichts, keine Sprachnachricht oder so und. Tja, achso, Moment, My Files, Audio Messages, was haben wir da noch? Corrupted. Ich hatte wieder Streit mit meinen Eltern wegen uns. Stell dir vor, sie haben mein Handy genommen und unsere Nachrichten gelesen. Uff, sollte ihm besser aus dem Weg gehen. Eine Ohrfeige. Also so ein bisschen Schicksale der Menschen. Das war's irgendwie, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding irgendwie benutzen können. I do not need to talk to anyone now. Na gut, dann redest du eben mit den anderen nicht. Dann ist das so. Suche ich immer noch die Batterie. Ach, wir können auch hier rein. Nee, wahrscheinlich. This room is very strange. I never enter it. Na gut, dann gehen wir da auch jetzt nicht rein. Ah, das sieht doch schon nach. No, they do not fit in here. They need to be inserted into the radio. Okay, aber ist das der? Hier ist der Werkzeugkasten, ne? Mal gucken.
I made this plasma cutter from materials that I found in destroyed buildings. A construction robot ordered it. Ich weiß noch nicht, ob mir auf Dauer diese Stimme so zusagt. Ob mich das nicht irgendwann verrückt macht. So, was haben wir denn hier? I found this saw on Brandon Street. Das ist schön. So. I will return to this later. Ist das die Batterie hier vielleicht? Weißt du das? Die kleine da? Now I have two batteries. Yeah. I can try to turn the radio receiver on. Machen wir doch gleich. Und hier konnte ich nichts machen, ne? Ist eine alte Kasse oder so? I will return to this later. Mhm. Was ist denn das überhaupt? It is a data coder. Okay. I use it to test and calibrate the electronics. Na gut, dann schalten wir als erstes mal das Radio ein und stopfen die Batterien da rein. Jetzt haben wir ja zwei. So. Und Rinder. Ach komm, jetzt sag mir nicht, dass ich nicht weiß, wie die Dinger da reinkommen oder was. Was muss ich denn jetzt machen? Aha, da taucht ein Zeichen auf, da taucht ein Zeichen auf. Okay. Klick, 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 klick. Rein da. Jetzt muss ich es wahrscheinlich. I'm going to turn it on. Schalte ich das mal ein, ne? Jetzt muss ich es wieder umdrehen. Und hier oben einschalten. Jetzt muss ich bestimmt suchen. Suchen. Hier, da vielleicht drehen. Nee. So, wo ist jetzt was zum Einstellen? Das da vielleicht. Ah, hier kann ich was kalibrieren. Das da wahrscheinlich. Tja, was mache ich denn jetzt? Jetzt hält er den Finger da drüber. Was tue ich? Nichts, ich klicke. Liebes Spiel, lasst mich nicht alleine. Sehe nichts. Alle Zeichen von Feuer sind weg. Klicki, 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 klick. Nix hier. Vielleicht mit dem WASD-Tasten irgendwas machen? Ah ja, mit WASD, also mit A und D, kann ich das dann verstellen. Komisch, dass man dann nicht mehr auf die Maus zurückgreift. Das ist ein bisschen blöd. A small group of people controlled the masses using such words. I do not understand how a simple human speech could have urged people to participate in war. It would be more logical to reach a compromise by means of negotiations. Tja, die menschlichen Fehler. Was ist meine nächste Aufgabe? Mir wird ja nichts mehr gesagt, ne? Gerade. Also gehe ich hier rein und gucke mir einfach mal an, was ich finde. I tried to extract sounds from it, but after 10 minutes I tore the second string. Telefon geht, nimm den Anruf entgegen, wahrscheinlich an dem Intercom. This is the construction robot who ordered the plasma cutter. I will answer. Hello? RT,
This is TX27. It was difficult to find your contact information. You were supposed to have finished the plasma cutter 2 days ago. Why have we not received it yet? I am sorry, but it took more time than I had estimated to find all the required components. This information is irrelevant. The date of exchange has been fixed. You should have brought me the cutter and received an enhanced battery in return. Ist ja witzig. Fange ich jetzt an zu lügen wie so ein Mensch oder so? Und das ist, oder eigentlich sind das ja alles sehr, hier entschuldigen und so, das sind ja alles sehr menschliche Reaktionen. Irre, ne? Also eigentlich taucht jetzt die Frage schon auf, sind die eigentlich so unterschiedlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Soll ich mich entschuldigen? Komm, ich reagiere mal menschlich hier. This is my fault. I will finish the cutter as efficiently as possible. Your excuses are irrelevant. We cannot proceed with our work without this cutter. We need it for building metal structures. While you free robots waste your energy on useless and ineffective actions, we are engaged in construction and restoration of the city, which will strengthen our society. We can wait one more day. If you don't deliver the order in time, we will contact another specialist and your professional rating will be severely decreased. Das ist ja eigentlich ganz witzig. Die Freien sind dann mehr wie die Menschen und die anderen sind total maschinenartig. Ich informiere dich später. Morgen. Keine Ahnung. I will finish the work today and travel tomorrow morning. Good. Thank you. We will be waiting. Tja, eine gute Frage. Wie komme ich da rein? I cannot fail in my task. Structure robots do very important work. I need to finish the cutter as quickly as possible. So, dann wäre das ja wahrscheinlich die nächste Aufgabe. Ich stelle den Plasmaschneider fertig. Ich muss mal gucken, ob man hier im Spiel überhaupt speichern kann, wie das funktioniert. Ob das an jeder Stelle oder zu jedem Zeitpunkt geht. Mal kurz gucken. Wahrscheinlich speichert der in dem Moment, wenn ich rausgehe. Lieber doch der Plasma-Cutter, ne? I need to calibrate the cutter using my data coder. Okay, also muss ich den jetzt benutzen. Wie kalibrieren geht, weiß ich. Ach du ja genau, wollte ich gerade sagen. Finde Symbolpaare, um ein Quadrat zu bilden. Okay. Und warum Quadrat? Muss ich die nur anklicken oder was soll das jetzt sein? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Also ich würde jetzt im Grunde genommen einfach nur Symbolpaare suchen. Könnte das so verdreht sein, dies und das? Oder kommt es auf die Richtung an? Eine gute Frage, ne? Check failed, retry. Ach so, das ist auch noch eine Zeitaufgabe hier. Jetzt wird's ja. Ah, die sind neu ausgewürfelt. Verstehe. Da muss ich jetzt gucken, dass ich so schnell wie möglich diesen ganzen Quatsch hier finde. Da kann ich mich gar nicht drauf konzentrieren gerade. Mach wieder von vorne. Wie viele Symbolpaare muss ich denn überhaupt finden? Ich guck jetzt mal, ob man das hier irgendwie so findet. So ein Ding mit. Wäre das dann jetzt hier als Symbolpaar? Nee, das darf ich nicht. Okay. Also müssen die wahrscheinlich schon in die richtige Richtung gehen. Und ich finde dann irgendwie nur einen oder so. Also wenn das so gar nicht das Ding ist, was man sonst so macht, dann ist das schon echt gemein. Mal gucken, was haben wir denn hier? Irgendeiner, der nach unten geht, der nach da geht, dicker, fetter. Ich glaube, das überlasse ich jetzt lieber mal nicht dem Film hier. Da mache ich einen kleinen Schnitt und wusel da selber rum, sonst langweilt euch das nur. Ne? Also, kleinen Moment.
Polpaare waren immer nur das schwarz-weiße Gegenstück und nicht zwei gleiche, also nicht Paar, sondern einfach zwei Teile, die zusammen gehörten und sich ergänzt haben. Das war der Knackpunkt. Dann wurde es nämlich leichter. Good. The cutter is now complete. Tomorrow morning, I need to go to the city and deliver it. I do not need the battery that they offer in payment, but it would be irrational to refuse. My battery charge is 12%. The most effective action I can take is to get fully charged on the dock station before the morning. So, also muss er jetzt an die Dock Station, ne? Nettes Batteriesymbol am Kopf. Wahrscheinlich. The dock station is not powered at the moment. I need to transfer power to it at the electric switchboard. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hier vorne muss man das jetzt umändern. Tja, ich weiß gar nicht, was ich von dem Spielchen hier halten soll. Aber ist mehr was für ruhige Gemüter, ruhige Stunde und irgendwie wahrscheinlich ein Tee und ein Keks dabei, ne? Source A, Source B. Überschüssige Energie an beiden Quellen. Überschüssige Energie wird gelb dargestellt. Beseitige die überschüssige Energie an beiden Quellen. Oh Gott, jetzt muss ich hier wieder so ein Schieberätsel machen. Ah, okay. Also wahrscheinlich kommt es auf die Werte an. Ich muss jetzt mal gucken. Hier, das sind 20, 50, 30, sind 100 zusammen. Und das ist wahrscheinlich einfach nur ein Rechenrätsel, nehme ich an, oder? Wenn das hier die 100 geben, sind das hier 45, 85, 90, 120. So, und wenn ich das jetzt, den schiebe ich mal rüber, dann habe ich hier die 80. Was habe ich gesagt? 125 vorhin, ne? Ne, 120. Mal ganz kurz, was habe ich denn vorhin gesagt? Ich dussel. 85, 105. 110, 140. Würde bedeuten, hier ziehe ich 30 ab und da gebe ich 30 dazu, ne? Der Gesamtwert sind ja 1, 2, 3, 40, 85, 90, 120, 140 plus die 80 sind 220, auf jeder Seite 110. Und dann muss das auch noch irgendwie so passen. Mal gucken. Jetzt, wenn ich hier was Krummes habe, muss ich damit auch was Krummes nehmen, ne? Kann ich den 50er rüberschieben? Wie viel sind das? 80, 110, so, ne? Wahrscheinlich bin ich wieder auf dem Holzweg. Das wären doch jetzt aber 110 auf jeder Seite. Überschüssige Energie wird gelb dargestellt. Das heißt, jetzt muss ich da wieder... Das passt nicht. So, fast 40, da müsste es mehr sein. Vielleicht so. Das ist zu viel. Dann nehmen wir den 30er rüber, da den 20er. Immer noch nicht. Was für ein Scheiß. Was denn jetzt? Ist wieder alles auf Ende gestellt. Oder auf Anfang vielmehr. So, schieben wir die nochmal so rum. 30, da den 50er rüber, da den 20er. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Hier müsste es noch weniger sein. Ich den 30er mit dem 20er austausche. Verdammt. Was denn jetzt? Nee. Hier 40. Ah, dann komme ich ins Grün und dann ist zu viel. Okay. Muss ich erst den einen rüberschieben. So, jetzt schiebe ich mal den 30er hier und den 40er rüber. Oder nicht? Was ein Mist. Dann schiebe ich den 20er rüber und den 35er rüber. Passt nicht, jetzt ist da zu viel. Da
heißt so viel 40er und 30er tauschen. Na also, irgendwann muss es ja hinhauen. Now the dock station is ready to use. Ja, dass er jetzt länger lädt, mag an meiner Kiste liegen, mit der ich das hier gerade aufnehme. Denn jetzt ein Mensch? What happened? Naja, auf jeden Fall ist das Blumenbeet kaputt. So. Kann man hier eine Schaufel gucken? I tried to understand the purpose of this metal construction, but I failed to determine its practical use. Therefore, I conclude that this is an art object. Ja, genau. Art object. So, wunderbar. So, kann ich da hingehen und das angucken hier? Laufen kann er auch nicht irgendwie, ne? Ah doch, er kann laufen mit Shift. I need to get inside, but I cannot open the gate here. Doch, du kannst es doch aufschweißen, Mann. Oh je, was muss ich denn jetzt machen? Oh, ein Loch hier rein. Ah. Ob jetzt irgendwie ein Mensch auftaucht und dann die spannende Frage irgendwie so sich im Spiel ergibt, wer wie wo von wem lernt oder sowas oder wer sich verändert dann? Nee. Auf jeden Fall ist das ein Roboter. Ein Mädel bestimmt. Naja, ich weiß gar nicht, ob es das da gibt. Gehen wir nochmal reingucken. Ich werde diese runde Stunde auch nicht so lange machen, weil ich glaube, das Spiel an sich ist nicht so lang. This robot is badly damaged due to an accident. It is possible that it piloted this shuttle. I need more information about what occurred here. My touch will not make this robot functional. Na gut, habe ich denn. Dann ist das so, dann such du mal Informationen. USS Robotics Boxes. They withstand serious accidents. Was war denn hier unten? According to the indicator, there is still some charge in the accumulator. Tja, dann nehmen wir das Ding nochmal mit. So. Scheint hier so eine Art Inventarleiste am Rand zu sein. Ah, hier, da kann ich auch noch was mitnehmen, ne? Need some wires to connect the accumulator. Okay, wo krieg ich den Drähte her? Muss ich da wieder ins Haus, vielleicht? Können wir mal upstairs hier gehen? Zack, 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 zack. The onboard computer is still functioning. Ja, dann gucken wir da nochmal rein. Konsole, Diagnose.
undicht verschlossen reagiert nicht. Also sieht ja ziemlich kaputt aus hier. Eine Nacht. Frachtraum öffnen, das ist auch eine gute Idee. Tüt, 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 tüt. Tüt. Ne, haben wir nicht. Shuttle-Befehle. Wahrscheinlich müssten wir erst irgendwie Drähte besorgen. Ich nehme an, die Drähte kriegen wir aus dem Haus. Ich wüsste nicht, wie wir das sonst jetzt hier, weil das sieht ja nicht so aus, als wenn hier gerade irgendwo Drähte, die rumliegen. Und da lagen doch Drähte bei ihm auf der Werkbank. Und wenn wir dann diesen anderen Roboter ans Laufen kriegen, da kommt man da rein. Ah ja, hier, da ist noch was. This looks like a story. Ja, den kriege ich aber nicht auf, ne? Nur von oben. Doch. Ah, hier sind Drähte. Okay. Noch was? A lithium sulfur accumulator was common for older aircraft models. It applies standard voltage, but it is not suitable for robots due to the excess weight and dimensions. We use a more efficient portable version. I have already found a working accumulator. So, ich denke aber, dass bis jetzt das Ganze schon so weit gediegen ist, dass man einen Eindruck bekommen kann, wie dieses Spielchen hier funktioniert. Es scheint so eine Art Adventure mit diesem Roboter zu sein. Und ich nehme mal an, dass ich die eine oder andere Frage stellen wird. Inwieweit die Roboter hier tatsächlich das Ganze besser hinkriegen als die Menschen. Und vielleicht auch so ein bisschen die, ja, weiß ich, die Frage stellt, inwieweit es denn Sinn macht, dass ja, die Maschinen die Menschen in einigen Sachen begleiten, ersetzen, irgendwas, mal gucken. Them. Wem denn? Four. Zero. 4-0. 7. 4-0-7. Okay, also. The pilot is no longer functioning. What did he say? Who should I help? And what are these numbers? Okay. Is it a code? 407, also nach oben ausprobieren den Code und dann die letzte Zahl raten. Am Bordcomputer. So, Frachtraum öffnen. 407, was war das nächste? 8? Nein. 4077. So, so geht's nicht. 4079. Scheint auch nicht. 4074. Bestätigen hier, aber anscheinend nicht, ne? Ah, jetzt ist irgendwas aufgegangen. I think this door is now unlocked. Okay. Das müsste die hier sein. Die da direkt. Dann gucken wir nochmal rein. How is this possible? Oh, da unten Errungenschaft zu Familien. Jetzt sind die Menschen drin. Jetzt haben wir sie doch gefunden, oder? Baue ich da jetzt ein glückliches Heim mit der Kinderschaukel auf? Oder so?
Oh, vielleicht waren die gejagt und die Maschinen sind inzwischen so weit, dass sie die Menschen umbringen und wollen die eliminieren, die letzten. Ja, das könnte ja so eine Nummer dann sein. Und unser netter Roboter muss dann gucken, dass er die letzten der Menschheit da rettet. The shuttle is surrounded. Step out immediately. What's going on? I am asking questions here. Identify yourself. RT-217NP. Where are the passengers of this shuttle? The pilot sustained injuries during the crash and does not function. I tried to reset him, but did not succeed. How did you enter the shuttle? The shuttle crashed near a building where I was located, so I decided to evaluate the results of the crash. You discovered humans that had been transferred in this shuttle. You hold classified information, which means that now we have to disintegrate you. No, wait. What is this? Jetzt habe ich einen kurzen. Juhu. Wer hat denn das da jetzt wohl hingeworfen? Die Menschen, die ich gefunden habe? Auf jeden Fall scheinen diese Roboter nicht besser drauf zu sein als die Menschen vorher, ne? Irgendwie so. Nun ja. Oh, der ist angekettet. Da vorne am rechten Handgelenk. Wahrscheinlich muss er jetzt die Rechnung für seine Nettigkeit bezahlen. Ne? Drücke die Taste schnell, um zu versuchen, dich zu befreien. Kann ich gerne machen. Also drücken wir mal die F-Taste hier. I would not recommend you do that. I would not recommend you do that. Stay still and do not try to escape, or I will have to disintegrate you. Mal dieses Disintegrieren. Also, liebe Leute, an der Stelle werde ich abschalten und wenn ihr Spaß an dem Spiel gefunden habt, dann würde ich euch vorschlagen, werdet ihr das einfach selber mal spielen. Das gab es für ganz wenig Geld. Ich glaube, ich habe da mal so 1,50 Euro oder so für bezahlt, wenn es hochkommt. Ja, für mich ist das eigentlich ganz nett bis jetzt. Das ist sehr entspannt, also man darf da nicht irgendwo Lust auf Hektik haben oder sowas und die Rätsel sind bis jetzt in Ordnung. Sind nicht zu schwierig und bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken, ne? Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder in der runden Stunde. Bis denne und macht's gut. Tschüss.